Im Zuge der Wärmewende und des hohen Sanierungsbedarfs im Gebäudebestand gibt es viel zu tun für gutes Klima. Dabei sollen die erneuerbaren Energien den Hauptanteil an einem neuen Heizsystem übernehmen. Wärmepumpen-Hybridsysteme stellen eine gute Lösung dar. Bevorzugter Einsatzort für ein Wärmepumpen-Hybridsystem sind sowohl unsanierte als auch teilsanierte Gebäude, da dort oft noch Vorlauftemperaturen von über 55 Grad Celsius erforderlich sind. Das Hybridsystem besteht aus vier Komponenten: einer Wärmepumpen-Außeneinheit und einem konventionellen Spitzenlast-Wärmeerzeuger wie zum Beispiel einem wandhängenden Gasbrennwertgerät. Dazu eine Hybrid-Hydraulikgruppe und ein Hybrid-Manager. Dieser entscheidet abhängig von der eingestellten Regelungsstrategie, ob die Wärmepumpe und/oder der konventionelle Wärmeerzeuger die Wärme bereitstellen soll. Im Hybridsystem erfüllen diese Komponenten zusammen die GEG-Vorgabe eines regenerativen Anteils von mindestens 65% im Heizsystem. Bei einem Hybridsystem übernimmt die Wärmepumpen-Außeneinheit den überwiegenden Teil der Wärmeversorgung, während der konventionelle Wärmeerzeuger nur zur Spitzenlastabdeckung einspringt. Bestehende Heizkörper und vorhandene Verrohrung können dabei meist weiter genutzt werden. Und vorhandene Buderus-Wärmeerzeuger können oft zu einem Wärmepumpen-Hybridsystem nachgerüstet werden. Platzsparend, komfortabel und schnell. Das gibt Ihnen die Flexibilität, Schritt für Schritt in eine klimaneutrale Zukunft zu gehen. Mit einem Wärmepumpen-Hybridsystem entscheiden Sie sich für ein nachhaltiges, zukunftssicheres Heizsystem. Immer die richtige Kombination. Das ist Hybrid-Exzellenz von Buderus. Heizsysteme mit Zukunft.